Hallo Backfreunde, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute backen wir leckere Burger Buns. Ja, die Grillzeit steht an und da möchten viele zu Hause leckere Burger selber machen und so einen richtig guten glutenfreien Burger Bun, den gibt es ja nicht überall und deswegen, ja, habe ich eine tolle Rezeptur entwickelt und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Aber zuerst, wie immer, der Backfreund der Woche. Und der Backfreund der Woche bekommt von mir ein Hefeteigmehl und ein Kuchen- und Keksmehl gratis nach Hause geliefert. Und wenn du Backfreund der Woche werden möchtest, dann schau doch mal kurz unten in die Beschreibung und lest dir das durch. Am besten, nachdem du das Video angeschaut hast. So, wir starten mit dem Hefeteigwasser. Ganz einfach, um die Hefe zu aktivieren. Das Ganze rühren wir jetzt um. Und dann sollte sich da innerhalb von ca. 15 Minuten ein schöner Schaum bilden. Und das zeigt uns dann, dass die Hefe aktiviert ist und Energie hat, die Burger Buns zu lockern. So, für die Burger Buns brauchen wir das Maestra Hefeteigmehl. Das sorgt einfach für die Fluffigkeit, alles was da schon so drin ist, an Flohsamenschalen, Xanthan, das hilft uns, einen schönen leckeren Bun zu bekommen. Und ich ergänze das noch mit etwas Tapioca-Stärke. Das ganze Rezept mit allen Details, wie immer unten in der Beschreibung, findet ihr den Link zum Blog und da könnt ihr alles genau nachlesen. So, dann kommt noch rein etwas Zucker. So ein Bun, der soll ja auch leicht süßlich sein. Ist halt eher so ein Brioche-Bun, eine Prise Salz. Ja, dann haben wir die trockenen Zutaten auch schon beisammen. Die verrühre ich jetzt schon mal ganz kurz, dann sind die vermischt. Ein Eigelb kommt dann noch dazu. Das ist natürlich jetzt clever. So. Zwei wären besser gewesen. So, dann noch 70 Gramm Milch in dem Fall. Das gibt jetzt übrigens drei Burger Buns. Die Milch mache ich ganz kurz in die Mikrowelle. Die ganz leicht angewärmt ist, weil die aus dem Kühlschrank kommen. Das wäre ein bisschen kalt, also die muss jetzt nicht heiß werden. So, und dann noch etwas Butter. Und die Butter, die machen wir auch etwas flüssig. Dann löst die sich im Teig besser auf. Oder wenn die auch schön auf Zimmertemperatur ist oder so, dann passt das auch. So, dann geben wir jetzt alle Zutaten zusammen. Genau, dann noch die Butter und unser Hefewasser. Man sieht, es ist schon ein schöner Schaum und somit ist das Hefewasser fertig. Und jetzt alles in die Küchenmaschine. So, der Teig ist jetzt schon etwas langsam gelaufen und hat sich gut verquollen. Jetzt geben wir dem nochmal ganz kurz etwas Power drauf. Jetzt kratzen wir den nochmal schön bei. Der darf dann jetzt etwa 15 Minuten nochmal ruhen. Dazu decke ich den jetzt noch mit einer Frischhaltefolie ab. Dann wird der nochmal durchgeknetet und dann werden wir auch schon die Buns formen. So, der Burger Bun Teig ist jetzt schön aufgegangen. Wir kneten den jetzt nochmal ganz kurz durch, dass die groben Luftblasen rausgehen. So, der Teig ist etwas klebrig, das soll auch so sein, weil der soll ja schön fluffig werden, ne? Also der ist auf jeden Fall etwas weicher jetzt als zum Beispiel die Wasserbrötchen, aber das ist wie gesagt gewollt. Und jetzt teilen wir den Teig in drei Teile. Ihr könnt auch vier Teile daraus machen, dann sind es halt etwas kleinere Buns. Ich finde diese Größe ziemlich perfekt.
wirklich schauen, dass es ungefähr gleich ist. Ihr könnt auch nochmal die Teile nachwiegen. Und jetzt werden die Buns rund geformt. So, drückt das noch etwas in die Breite, dass die nicht nur nach oben ziehen, sondern auch schön nach außen weggehen. Das wär's schon. Und jetzt kommen da auch etwas Frischhaltefolie drüber. Und dann können die Burger Buns aufgehen. So, jetzt bepinseln wir die Burger Buns mit einer Eisstreiche. Schön außenrum. So, die lassen wir jetzt ganz kurz stocken, dass die Eisstreiche schon mal schön einzieht. Und dann gebe ich noch mal eine Schicht drauf. Das gibt noch mal etwas mehr Farbe und Glanz. So, und jetzt noch mal Schicht 2. Stechen die Burger Buns auch noch ein, damit mögliche Blasenbildungen vorgebeugt wird. Und dann ab in den Ofen. Ja, manche von euch kennen ja vielleicht auch das Fußballmüsli schon von ProVibes. Und ja, der Lukas und ich, wir haben da eine Marke, die sich halt eben um vegane Sportlernahrung kümmert. Und das wird eben auch bei uns in der Meisterei mitgefertigt. Ist natürlich alles glutenfrei und soll ja, besondere Ernährungsformen abdecken, die halt zu Sportlernahrung passen. Das heißt entweder High Energy oder ja, proteinhaltig. Und da haben wir jetzt eben neu die Kichererbsennudeln und die Linsennudeln. Für diejenigen, die es interessiert, einfach mal auf die Webseite schauen. Wenn die Buns etwas zu schnell bräunen, dann könnt ihr etwas Alufolie draufgeben. Dann bekommen die weniger Hitze von oben. Und ja, dann könnt ihr die letzten Minuten nochmal ohne jetzt intensive Bräunung von oben einfach fertig backen. So. Die Burger Buns sind fertig und schaut mal, wie geil die aussehen. Hammer. Ja, wir haben jetzt hier die leckeren Burger Buns und ja, die riechen schon einfach super lecker. Und das Wichtige ist, dass du halt richtig schöne, softe Buns hast. Und ja, das haben wir hier. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und so lässt sich das einfach nochmal schön aufschneiden mit Butter, einpinseln und dann angrillen, dass es nochmal kross wird. Wir schneiden die Buns mal an, dass wir die Struktur sehen. Ja, das ist ja traumhaft. Also schaut euch mal diese tolle Porung an. Außen sieht man richtig schön die karamellisierte Kruste, die aber super soft ist, wie ihr seht. Eine leicht gelbe Färbung von diesem Brioche-Bun durch dieses Eigelb, was da drin ist. Und wenn ihr das jetzt eben schön anröstet, angrillt, wie das für so einen Burger sein muss, ach, der Hammer. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt etwas Sesam oben drauf streuen. Also da seid ihr wirklich ja, einfach kreativ gefordert, was ihr so gerne habt. Ihr könnt auch dicke Schokostückchen und Rosinen in den Bun geben. Dann habt ihr so eine Art Schokobrötchen. Das geht auch alles wunderbar damit. Da sollte der Teig sogar schon süß genug sein. Ihr könnt es auch einfach als Frühstücksbrötchen backen. Wie gesagt, das ist ein Grundrezept für ein Brioche. Da ist eigentlich auch schon genug Süße vorhanden, um das einfach ja, als Frühstücksbrötchen oder was auch immer zu nutzen. Also es ist ein tolles, softes Rezept. Und ich probiere jetzt nochmal die Krume. Auf jeden Fall von der Süße ausreichend, auch für ein Schokobrötchen. Aber es ist nicht zu aufdringlich, für einen Bun ist das Tolle.
Das schmeckt echt super lecker. Und das Interessante ist einfach, dass ihr, wenn ihr das anröstet, nochmal eine geilere Konsistenz bekommt. Das geht damit wunderbar. Ich habe das auch schon gemacht. Ihr seht es auch auf dem Bild im Blogrezept, wie toll das dann ausschaut. Und ja, vielleicht gibt es ja auch nochmal ein Burger-Video, wo wir die dann nochmal zum Einsatz bringen. Schauen wir mal, was der Sommer noch so bringt. Der Dennis hat auf jeden Fall Bock drauf. ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbacken des Brioche-Buns. Und ja, somit bleibt mir nichts anderes zu sagen als macht's gut. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn ja, das supportet uns natürlich und bringt euch den Vorteil, dass ihr die Rezeptvideos nicht mehr verpasst. Macht's gut, ofenfrische Grüße, euer Robert.